Guten Morgen am Mittwoch und zu einem spontanen Vlog, den ich so nicht geplant, vorher gesehen, whatsoever habe. Und zwar mache ich den aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich teilen möchte, wie es mir die letzten Tage ging, wie es mir heute ging und wie ich damit umgehe und was ich so mache und tue. Ohne jetzt zu sehr in die Privatsphäre meines Kindes einzudringen, möchte ich trotzdem teilen, wie es mir geht mit einem Kind mit Angststörung und wie dieser Alltag manchmal aussieht. Und wie wir auch, diesen Gedanken hatte ich nämlich heute Morgen, das motiviert ja ganz am Anfang oder auch in schweren Zeiten am meisten, dieses, ich kann mich vielleicht gerade nicht unbedingt aufrappeln, um was für mich zu tun, aber ich kann mich aufrappeln, um mich zu stärken, um stark für mein Kind zu sein. Manchmal braucht es nur so ein kleines, einen anderen Blickwinkel auf ein und dieselbe Sache. Und das hatte ich heute. Also ich fand die letzten 4 Tage, also ja schon die letzte Woche, das habt ihr in den letzten Vlogs gesehen, fand ich sehr herausfordernd und anstrengend. Die letzten 4 Tage waren so anstrengend, war es seit Jahren nicht mehr. Also so habe ich mich seit Jahren nicht mehr gefühlt. So völlig fertig, müde, ausgelaugt und platt. Einfach, weil da so viel los war und ich so viel halten musste, so viele Gefühle für meine Kinder, also auch für beide halten musste, durch so viele Gefühle mit meinen Kindern durchgehen musste, meine eigenen Gefühle dabei halt auch einfach im Gepäck. Und es war unglaublich auslaugend, sagt man das so? Ich glaube nicht. Exhausting wollte ich sagen, ist aber kein Deutsch. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich auch letztens im Vlog angesprochen habe. Dieses, du kannst dich müde und ausgelaugt fühlen, obwohl du 8 gute Stunden Schlaf hattest. Das, wenn du müde und ausgelaugt bist, hilft nicht zwingend mehr schlafen. Es ist immer ein guter Anfang, aber auch da darf ich darauf achten, wie schlafe ich denn? Habe ich wirklich einen erholsamen Schlaf oder eben nicht? Aber du kannst auch morgens aufwachen, hast 8 Stunden geschlafen und denkst früh schon, scheiße, bin müde, ich bin fertig. Und das hat eben was damit zu tun, weil dein Körper so viel Energie und Kraft braucht, mit allem anderen halt fertig zu werden. Mit deinen eigenen Gefühlen, Gedanken und eben noch mit den Gefühlen und Gedanken und Verhaltensweisen der nächsten Menschen um dich herum. Und je nachdem, was du für ein Typ bist, ob du sehr die Emotionen der anderen noch aufnimmst, ob du die Emotionen der anderen noch verstärkst, das beeinflusst das ja auch noch extrem, wie das Ganze abläuft. Und ich hatte 4 richtig Scheißtage. Ich habe richtig viel geweint, ich habe so gut wie gar nichts für mich getan. Also auch das möchte ich teilen, dass mir das passiert und dass das voll okay ist, dass es manchmal gar nicht geht. Also ich habe meditiert, ich habe auch gezittert und das, also jetzt fand ich das Zittern wieder so wichtig und toll. Ich mache auch nochmal ein extra Video dazu. Es hatten einige Fragen zum neurogenen Zittern, ich mache dazu nochmal ein Video. Das habe ich gemacht, aber mehr auch nicht. Ich habe kein EFT geklopft, ich habe kein Yoga gemacht, ich habe nicht gejournalt. Ich war froh, wenn ich abends mal eine Stunde auf meinem Arsch gesessen habe und was gelesen habe. Das war dann nämlich, ich hatte die letzten 4 Tage die ersten Pausen des Tages abends um 20.30 Uhr. Vorher habe ich nicht auf meinem Hintern gesessen und mich ausgeruht, weil es einfach nicht möglich war, weil ich präsent sein musste für die Bedürfnisse meiner Kinder. Und das kann man über einen gewissen Zeitraum machen, in meinem Fall 4 Tage. Und dann muss man aber auch wieder den Shift schaffen, weil sonst kommt man ja in dieses Hamsterrad, was dann in Burnout und Depression endet, wenn ich eben nicht den Absprung schaffe, sondern permanent nur die Bedürfnisse aller anderen stille. Was wichtig ist als Mutter, was wir nun mal tun müssen, im besten Fall können wir uns das 50-50 mit einem Partner aufteilen, im schlimmsten Fall halt eben nicht, so wie bei mir. Und dann hast du eher noch das Problem, dass wieder Menschen von außen kommen und noch mehr Bullshit hier abladen, den du auch noch halten darfst. Und deswegen hatte ich 4 echt Scheißtage. Ich hatte keine Kraft, um Nachrichten zu beantworten, um großartig was bei Instagram zu machen. Von Arbeiten wollen wir gar nicht mal reden. Und ich habe versucht, so mit Kleinigkeiten, wie gesagt, dann abends in einem tollen Buch zu lesen. Da habe ich dann immer auch Frequenzen nebenbei gehört oder zumindest ASMR, um mich zu beruhigen. Ich habe hier niedliche Lichtelchen angemacht und Kerzchen. Wir haben leckere Snacks gegessen.
Solche Dinge, so Kleinigkeiten, aber auch die zählen und sind wichtig, wenn mehr einfach nicht geht. Und ich habe konsequent abends schön meine Hypnose zum Einschlafen gehört. Weil ich da, ne, das sind so Dinge, das kannst du machen. Dann nochmal dieses eine YouTube-Video anzuklicken, bevor du einschläfst, das kriegt man noch hin. Und heute bin ich aufgewacht und, das muss ich noch unbedingt erzählen, ich habe mich unterstützen lassen. Wenn man auch vielleicht im familiären Umfeld da jetzt niemanden direkt zu Hause hat, der unterstützt. Ich habe mich unterstützen lassen in Form von Psychologen, Therapeuten, Ärzten, die wir schon an der Hand haben, die uns schon seit Jahren begleiten, aber eben auch von Freundinnen, von Experten. Wir haben kiten lassen von meiner Freundin Yvette. Da kann ich euch gerne mal was in die Infobox setzen. Da ist auch erklärt, was kiten ist. Da ist auch gleich, wo ihr euch Termine machen könnt. Das kann ich jedem empfehlen. Sie hat, also ganz, ganz schlimm, extrem schlimm wurde es dann am Montag. Da hat sie erst, wie gesagt, bei meinem Sohn, kiten nennt man das halt. Lest euch durch, was es ist. Ich bin ja auch nur die Konsumentin. Also eine Art von Energiearbeit. Bei ihm gemacht und schon vieles erkannt, mit dem man dann eben weiterarbeiten kann. Und dann gestern Abend zur Stärkung und Vorbereitung auf den heutigen Tag hat sie nochmal bei ihm gekitet und auch bei mir gekitet. Und das habe ich heute Morgen, jetzt kommen wir zu heute Morgen, nämlich auch gemerkt. Ich bin auch mit Ängsten oder mit der Angst vor der Angst gestern Nacht eingeschlafen. Weil ich gerade so viel Stärke aufbringen muss und manchmal auch nicht den Glauben in mich habe, dass ich das schaffen kann. Dass ich da nicht zusammenbreche und einbreche und nachgebe und so weiter. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte, okay, das wird jetzt hart. Das wird jetzt richtig scheiße und anstrengend. Aber ich fühle mich gut. Ich fühle mich stark und kräftig und gut vorbereitet. Und so bin ich in den Tag gegangen und hatte dieses, und deswegen auch der Vlog, dieses, ich bin stark für mein Kind. Kann sein, dass ich heute Abend wieder heule, wenn die ganze Last abfällt. Oder dass ich in 3 Wochen krank bin, weil mein Körper dann einfach mal sagt, so und jetzt ist Schluss, jetzt haben wir genug. Aber gerade brauche ich diese Kraft für mein Kind und jetzt habe ich auch die Kraft, meine Energiereserven wieder aufzuladen, die ich in den letzten 4 Tagen halt so geräubert habe. Und deswegen habe ich heute Morgen schon eine Hypnose gemacht und auch EFT gemacht. Habe mir jetzt gerade einen grünen Tee gemacht und werde jetzt auch journalen. Yoga steht auch auf meiner Liste und ich will heute auch was arbeiten. Ich habe nicht mehr viel Zeit, weil ich in ungefähr 2 Stunden schon wieder die Mamaschicht übernehme. Aber in dieser Zeit möchte ich mich um mich kümmern und Kraft tanken für das, was dann kommt. Und dieses, das ist so wichtig und das will ich zeigen. Sich da nicht zu sagen, ach, ich ruhe mich jetzt aus, ich lege mich jetzt auf die Couch und scroll durch Instagram und gucke mir einen Netflix-Film an. Das ist okay. Aber das ist nicht das, was uns tatsächlich nährt und hilft. Nähren und helfen, das sind die Dinge, die ich euch heute zeigen werde. Wie gesagt, ich habe schon gerade gesagt, ich habe eine Hypnose gemacht. Da gibt es so viel. Gebt einfach Hypnose und euer Thema ein. Gebt von mir aus Kurzhypnose ein. Dann habt ihr auch Sachen, die dann mal so in 5 oder 10 Minuten zu machen sind. Dann habe ich EFT gemacht. Emotional Freedom Techniques. Wenn ihr dazu Fragen habt, super gerne auch unten in die Kommentare. Kann ich die sammeln und nochmal ein Video dazu machen. Wie gesagt, ich journal jetzt. Wer eine gute Journal-Anleitung sucht für morgens und abends, dem verlinke ich auch nochmal was. Unten in der Infobox könnt ihr euch kostenlos runterladen und nutzen. Wie gesagt, ich höre ganz viele Frequenzen. Hört euch das mal an. Ich empfehle euch den YouTube-Kanal NeoWake. Das ist mein Liebster. Und dann gebt ihr einfach NeoWake und euer Thema ein. NeoWake, Sorgen. NeoWake, Angst. Was auch immer. Das ist so gut. Probiert es einfach mal aus. Es ist so gut. Und das kann jeder machen. Jeder kann sich Kopfhörer aufsetzen und es dudeln lassen. Ja. Und jetzt, wie gesagt, mache ich erstmal eine Journal-Routine und dann will ich einiges schaffen und wir sehen uns dann. Und ihr begleitet mich heute durch diesen Tag, wo ich wieder meine Batterien auflade, um das hier weiter durchziehen zu können. Noch was, was eigentlich super easy ist, sind ja immer ätherische Öle. Ich habe heute, sieht man das? Adaptive genommen. Das ist so mein, wenn es richtig scheiße ist, dann muss es Adaptive sein. Und ich zeige euch mal, was die Kinder heute drauf haben. Ein Kind hat für den bevorstehenden Mathe-Test heute Thinker drauf. Fördert einfach die Konzentration. Und mein Angstkind hat natürlich Brave drauf. Die riechen auch beide sehr, 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 sehr angenehm.
Und das Angstkind hat heute auch noch einen Heilstein mitbekommen, was er einfach in der Hosentasche trägt. Ich habe denselben heute bei mir, also da auch nochmal diese Verbindung zueinander zu schaffen. Wenn ihr da Fragen habt zu den ätherischen Ölen und einen Ansprechpartner sucht, ich verlinke euch heute wieder alles unten in der Infobox. Also ich habe gearbeitet und mir tut das ja immer wahnsinnig gut. Ich mag das, wenn ich da wieder Zeit für habe und Ruhe für habe und da wieder eintauchen kann, weil im November gibt es nochmal was richtig Cooles für euch. Die Idee hatte ich gestern Abend spontan und setze das jetzt gerade aktuell um. Und ich habe jetzt noch ein paar Minuten Zeit, bevor ich die Kinder schon wieder abholen fahre. Und abholen gehe, ich fahre gar nicht. Und mache jetzt noch 10 Minuten Yoga. Und zwar habe ich mir einfach, ich habe Emma eingegeben, Yoga, Stress, Deutsch, 10 Minuten. Und so findet ihr immer irgendwas. Und ich mache jetzt einen 10 Minuten Yoga-Flow für Anfänger, Entspannung, Ruhe und Anti-Stress. Und das sind jetzt nur 10 Minuten. Aber ich nutze diese 10, beziehungsweise ich nehme diese 10 Minuten mir jetzt einfach. Ich habe das, was ich gerade gemacht habe, einfach beendet. Ich habe jetzt noch die Zeit und dann kann ich los die Kinder holen. Zwischendurch habe ich mir meine Nagelfolien abgemacht. Da kommt morgen was Neues drauf. Genau, und auf das Yoga freue ich mich jetzt. Das habe ich nämlich die letzten Tage auch gar nicht gemacht. Also ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt, was nur 10 Minuten mit dir und deinem Körper machen können. Oh, das war richtig gut. Das war so schön, dass ich das jetzt nochmal gemacht habe. Ich gehe jetzt die Kinder holen. Ich hatte jetzt effektiv 2 Stunden. Und ich habe mir in den 2 Stunden so viel Verschiedenes Gutes getan. Fühle mich jetzt so geerdet, ruhiger, stark, kraftvoll, um den weiteren Tag anzugehen, der zum Glück heute nicht mehr viele Herausforderungen birgt, sondern dann erst wieder morgen. Aber das war gerade so unglaublich. Unglaublich wichtig für mich, das heute genauso zu machen. Ich möchte betonen, dass es heute selbstverständlich Fertigessen gibt. Ich habe übrigens noch mein Peace Roll-On gerade wieder aufgefüllt. Also mit Öl und dem ätherischen Öl. Das ist der, den ich aktuell am liebsten benutze. Einfach so für inneren Frieden. Äußeren Frieden nach außen ausstrahlen. Genau. Also ich habe in meinem Leben bestimmt schon 15 bis 20 locker Bücher gelesen. Ich sag mal so grobes Gebiet Persönlichkeitsentwicklung für Kinder. Vor allen Dingen zu den Thematiken Entspannung für Kinder, Angst bei Kindern bzw. Mut, Selbstvertrauen, solche Dinge. Und für jüngere Kinder gibt's da, würde ich euch per se nicht das eine Buch empfehlen können. Viele sind mir viel zu sehr an der Oberfläche, behandeln nur sehr einseitig, behandeln mir nicht komplex genug und so weiter und so fort. Deswegen habe ich ja dann mal alles, was ich mir so an Wissen angeeignet habe, in einen Online-Kurs gesteckt. Ich verlinke euch den mal unten in der Infobox. Aber für größere Kinder, ich würde so sagen, 12, wenn sie weit sind, ansonsten so 13, 14, ist es hier mein heiliger Gral. Wirklich das beste Buch in diesem Gebiet für dieses Alter, das ich euch ans Herz legen kann. Das ist aus dem Carlsen Verlag, Step into Your Power mit 23 Schritten zu mehr Mut, Kraft und Selbstbewusstsein. Ich verlinke euch das auch mal in der Infobox. Also für größere Kinder, meine sind noch nicht so weit, aber ich bin froh, dass ich das habe. Das ist wahnsinnig. Es ist wahnsinnig gut. Von vorne bis hinten macht das total Sinn und ist einfach mega, mega gut. Also wenn ihr sowas in die Richtungen sucht, verlinke ich euch auch gerne meine Infobox. Und damit beende ich diesen Vlog. Hoffe, ihr hattet alle sehr viel Spaß bei diesem spontanen Vlog zuzuschauen. Solltet ihr Fragen haben zu den Themen, die ich so angesprochen habe, oder wie es hatte sich zum Beispiel ergeben, dass viele oder einige von euch Fragen zum neurogenen Zittern hatten, dann mache ich da halt nochmal ein extra Video drüber. Ich hatte auch überlegt,
ohne die Diagnose meines Kindes zu nennen oder die Diagnosen meines Kindes zu nennen, mal ein Video darüber zu machen, welche Therapieform haben wir genutzt, was könnt ihr euch darunter vorstellen, was hat für uns gut funktioniert, auch außerhalb der Schulmedizin und so weiter und so fort. Wenn euch das mal interessieren würde, dann schreibt es super gerne in die Kommentare. Like das Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt und dann sehen wir uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!